Hi Leute, willkommen bei Teezy! Schubert. Und wir kommen heute zu einem Draft Battle um den Rohrstock. Okay, es ist ein Zollstock. Differenz, aber das Problem ist, wir sehen nur die Nation. Ja Jungs, letztens haben so ein paar gesagt, nee, es ist ein Zollstock, es ist kein Rohrstock. Aber es ist doch wie früher in der Schule. Na, es tut weh, ist mir egal, ob das am Ende Banane heißt oder Salami und oder Zollstock oder Rohrstock. Ich hoffe, dass der Herr Schulz heute wieder hinter seiner Bank sitzt und der Lehrer Simon ihm vergeben kann, weil er nicht richtig lernt. Das tut wirklich weh, sag ich euch wirklich. Ich mach das zu Hause nicht nach. Das zwirbelt richtig. Das ist früher durchgehend. Ist zu viel eigentlich, ne? Ist viel zu viel, oder? Das ist viel zu viel. Vor allem, wenn der Lehrer auch mal einen schlechten Tag hatte, da hat er bestimmt auch also den Bogen richtig gespannt, ne? Und sind wir mal ehrlich, bei einem Lehrer, ich meine, die sagen, es ist nicht so, aber der gab es auch ihre Lieblinge und die Hasskinder. Also da musste einer schon gar nichts machen und dann hat er einen Hammer kassiert. Ne? Genau, Freunde, Bestrafung, ihr kennt's ja, Hand raus, vorne auf die Kuppen, Differenz. Wir machen, dass man nur die Nation sieht. Und ich würde sagen, schnick, schnack, schnuck. Wir gehen da rein. Lasst wie immer ein Däumchen nach oben da. Ist Differenz? Differenz. Fuck. Schnick, schnack, schnuck. Ich fange an. Okay, gut. Dann, da kannst du ja noch auswählen, ne? Ja, FIFA Points, ne? Safe, gehen wir rein. Ja. Und Formation darf ich mir auch noch auswählen, darfst ne? Darfst du machen, was du möchtest. So, ich muss nur hier. Wir müssen noch ein bisschen kacke hochgucken, aber okay. Das ist egal, oder? Digga, gar nicht gut, aber ich nehme mal die hier. Und wir gucken so, wer kommt als Capitano? Man sieht halt wirklich absolut gar nichts. Man darf auch nicht rechts, links wischen. Nee. Brasilianer, ne? Ich hab im Sturm, ich würde da glaube ich eher mit den Franzosen gehen und gehen wir mit der 4. Gehst du mit der 4? Ja. Machen wir das weg und es ist ein Franck Ribéry. Ach du Scheiße. Shapeshifter und er passt nicht. Und er blockiert mein ZOM. Ist das krank, Digga? Er blockiert. Ist das krank? Du hast mir das letzte Mal was auch schon gemacht mit Kapitän? Ja. Okay, rutschig gegangen. Kann ja noch öfters passieren. Ja, rutschig gegangen, ne? Okay, dann mach ich dir wieder drauf. Nimmst du die Position? Boah, ist das ein Bruch. Sag ich euch, wie es ist. England, Deutsch. England. Wo ist denn der Hurricane? Ich gebe mir eine 2. Die Nummer 2. Es ist ein Hurricane! Oh, oh. Die 4 wären Mauler gewesen und die 1 hat die auch mehr gebracht. Ja, wow, okay. Es gibt, glaube ich, echt einen Bruch. Gehst du ne? gleich, nächste Stürmerposition? Nimm alles von oben schön ordentlich durch. Gehe ich auch wieder mit dem Franzose, aber wer ist das? Da könnte ein Kilian dahinter sitzen. Ich nehme die 5. Nimmst die 5? Ich hätte die 1 genommen. Oh! Ach du Scheiße. Bitte ist ein Bruch. Wo gehst du hin? Hier? Hier rüber. Mach dir die Maske drauf. Junge, wo sollen da die Reise hingehen? Oh, Brasilianer, Deutscher hat er am Start. Neuland. Engländer ZM, den werde ich erstmal brauchen. Nimmst du mit? Geh mit der 4, ja. Bellingham. Wow, Adeyemi. Kranke Karte, aber das Problem ist halt abgetaucht in die Bundesliga. Abgetaucht in die Bundesliga. Okay, wir machen hier die Maske auf. Wo fahrst du hin? Geh ich hier rüber. Guck mal, Portugal, Deutschland. Oh, die 4 könnten Hero sein, wenn mich nicht alles täuscht für die Premier League. Und dann sag ich auch mal ein. 5 ist Modric. Ich gehe ja mit dem. Park Ji-sung. Ja, war auch wirklich die richtige Entscheidung. War einfach. Gut, wir fahren weiter. ZDM würde ich jetzt auch irgendwie so viel langsam für die Bundesliga. So ein deutscher Kimmich. Oh, 3 ist doch safe in Touré-Zimbo, oder? Ich habe mit 3. Nein. Oh, hast du überhaupt? Er hat ZDM, ne? Ja, gut, ja, da kommen ja alle gleich. Ja, ja. Alter, du wurdest ganz schön gescammt. Aber komplett durchgescammt. RV? Oh, Argentinier, ist das die Icon Zanetti? Argentinier RV, könnte aber so ein stinkische Feucht oder wie der heißt sein. Könnte ne? sein. Atal könnte das noch sein. Spanier, ich entscheide mich zwischen 4 und 5. Ich nehme mal die 4. Okay. Oh, Molina ist das. Ja, aber nicht so verkehrt. Ja, aber was soll ich denn mit dem bringen? Ja, bringt dir halt nichts. Also, es sieht noch gar nicht so gut aus, ne? Das ist ein Zinchenko und es ist ein Davis. Und einer von den 3 oder 4 ist ein Theo und links LV Deutsch. Häng ich komplett. Ich darf nichts sagen. Aber ich nehme den Deutsch erstmal mit. Okay, boah, Klostermann. Wichtig. Klostermann packe ich erstmal ein. Gut, so viel passt auch noch nicht zusammen, ne? Sind wir mal ehrlich. Jetzt so ein Deutscher. Boah, es könnte ein Romero sogar sein von Tottenham, ne? Könnte es sein. Ich weiß nicht, ob ich es liegen lassen sollte. Den Verdacht nach einem Romero zu schnüren, aber halt mit der 1 habe ich auch einen Deutschen, was auch ein Rüdiger sein könnte, der mich komplett reinreißt. Aber ich könnte auch ein bisschen Luck maybe haben, vielleicht auch mit einem Cola Hero oder so, was mich auch gut pushen würde. Boah, 1 oder 4. Wenn 4 kein Romero ist, bin ich im Bruch. Ich nehme die 1. Wow. Alter, fuck. Krank. Aber King, oh. Aber was wäre das für ein Sigalli, Bruch? Sigalli. Das wäre ein richtiger Bruch gewesen, shit, ne? Shit, Alter, das war stark, okay. Bin ich da drauf? Ja, IV bin ich. Nächste IV, zeig her, das ist ein Van Dijk. Aber könnte auch ein Ake sein, aber auch ein Van Dijk. Und die 4 könnte aber auch ein Verwan sein. Könnte aber auch ein De Ligt sein. Mit 3.
Es ist ein Ake. Wichtig, wichtig. Besser wie die Gertruida auf jeden Fall, ne? Ja, safe. Okay, letzte Position hier, aber Auswechselbank machen wir ja auch noch. Torhüter. Das ist ein Chesney, das ist ein Sosa oder wie heißt der? Der von. Ja, Rossi Saar, oder? Rossi Saar, genau. Der ist dahinter. Ist das ein Kobel? Oh, aber die könnte mich auch in den Bruch schicken wegen Bellingham, ne? Deutsche wäre wahrscheinlich eine Nummer sicher sogar. Aber 5 Kobel, dann könnte man Bellingham auch durch sein. Ich riskiere es, scheiß drauf. 5 Kobel. Wow, es ist sogar Kobel, einer. Kobel, wichtig. Sieht nicht so verkehrt aus. Okay, wir gehen auf die Auswechselbank. Ich fange wieder hinten an. Aha. Ach du Scheiße. Brasil, Frankreich. 3. Kurz und, boah, RF hätte mir aber auch nichts gebracht. ZDM immerhin. War sogar wichtig. Dann haben wir noch England, Spanien, Deutschland. Das ist nur rat nicht im Deutschen noch mit. Manu? Manuel Neuer, auch stark. Cole wäre auch big gewesen. Okay, machen wir da drüber. Was haben wir hier? Wieder Deutsch ist ein bisschen low, ne? Wäre wahrscheinlich echt sinnvoll. Aber ich gehe mit der 1 Holländer noch. Okay. Ah, Raum hätte ja auch nichts gebracht. Keiner was gebracht. Klaassen packe ich ein. Gehen wir hier rein in den Lachs. Österreicher. Das muss eigentlich ein David Alaba sein. Könnte aber auch so ein Trimmelpimmel sein, ne? Frankreich könnte auch ein geiler Stürmer sein und Torwart könnte ein Schmeichel sein oder ein Eriksen in der Mitte. Ich gehe mit 4 mit Frankreich. Oh, Karim de Dream. Oh, Trimmelpimmel war ich wenigstens richtig. Der bringt mir nichts, packe ich ein. Hier drin sind 100 Grad. Das ist geisteskrank. Links ist ein Davis höchstwahrscheinlich, also 5. Es könnte aber auch ein Robertson sein oder ein Stürmer Dorklich, der mir vielleicht auch noch fehlt, ne? Kann auch sein. Warte mal, wir sind sogar beide Stürmer. Das sind Stürmer. Ah, was macht dann der Day? Oh, das könnte dieser andere sein. Aus der französischen Liga. Weil ich sag, das andere ist ein Edin Dzeko. Kann sein, ja. Du meinst ein David? Ich poker, ne? Okay, nimmst du die 4? Ich bin die 4. Alter, ich war ja komplett falsch. Armstrong. Ich war ja komplett falsch. Ey, aber es hat alles danach ausgesehen. David ja, war echt gut. Ja, es war ja geil. Dzeko, die haben dich ja richtig in das Licht geführt. Die haben es mich komplett hinter... Ach, komm. Oh. Engländer nochmal. Sag jetzt ein Mama, ich krieg ja noch Ronaldo. Footy, sagst du? Mir kann. Gamer Potter. Es lehnt noch hoch. Ich geh mal kurz dran. Ja. So, kurz unterbrochen, ne? Okay, also, ja. Ich sag 3 könnte so. Oh, ich darf nicht fahren, ja. Sorry. Hakimi, ne? Darfst du auch einmal. Disqualifiziert? Nee, war okay, hast ja nichts gesehen. Nee, man sieht mir ja nichts. Ich geh mal mit der 5, vielleicht ist es ein Stürmer. Okay, gut. Innenverteidiger. Boah, hätte ja aber auch gar niemand was gebracht, oder? Nee, bin ich da. Nee, in der Formation nicht. Cool, sieht auch nicht so gut aus. So ein bisschen Rating mitnehmen wäre vielleicht auch nicht so verkehrt, ne? 5. Okay. Cristiano Ronaldo. Ah, bitte. Alter, jetzt nehme ich ihn aber auch mal mit, ne? Thiogo, Buffal drücken sie dir aber auch rein. Ja, geisteskrank. Gib mir noch einen. Ja, Stürmer ist ja gleich wieder vorbei, ne? Russe. Puskas. Das ist kein Problem. Ist das ein Miami Yashin oder was? Aber das wäre ja komplett geisteskrank verrückt. Ich sage, es ist ein Puskas. Ich finde 4. Klar, dass es ja da vorne kein Stürmer war. Käse. Boah. Der Ungarn. Okay, okay. Was haben wir hier? Da ist wieder dein Dalglich am Start. Dann ziehe ich auch auf eine 2. Ja? Wow. Menschen. Digga, also mit Schottland haben die mich ja komplett gehupst. Digga, ne? ZDM hätte ja gerade so viel gebracht, wenn ja, er den ZDM mitgenommen hast. ZDM hab ich ja schon. Engländer, 1, kurz und knackig. Was tut? Digga, aber die Auswahl war generell, glaube ich, nicht geil, ne? Wenn man mal so durchklickt hier. Der Deutsche? Ich gehe mit dem Deutsche. Okay. Vielen Dank. Ja, besser wie James, hat mir gar nichts gebracht. So, letzte Position. Dann 30 Sekunden. Ja, dann, ich ne? muss mich noch einstellen, genau. Das letzte Position, ich gehe rein, das ist ein Torhüter. Ah, habe ich schon nie gesehen. Nimm ich aber dann einfach die 3. Nimmst die 3? Okay, ich mache ja alles weg. Wir müssen jetzt aber ja gucken, ich Maske. Moment. 3, 2, 1, go. Und deine... Oh, jetzt habe ich den falschen Weg genommen, aber ist egal. Okay, ist egal. Tut mir leid, wollte ich nicht. Ja, war schwierig, war auch mein Fehler. Ist Olli. Ja, dann muss ich halt mal gucken, ne? Was suchst du denn? Ich hab vorhin gefragt, warum der ZDM hast du schon da? Du hast ja noch gar nichts, ne? Ist ja noch gar nichts da. ZDM steht ja, ich hab ZOM, hab ich gar nichts. Ja, da hast du gar nicht dran gedacht. Ne? Was willst du denn da machen? Bringt dir auch nicht mehr. Du hast noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Ende! Geht da schnell rum. Ende, okay. Gar keine Ahnung, ich hatte gar keinen Stürmer zur Auswahl mehr und nee, ich hatte keinen ZOM. So, was? Du siehst jetzt mal hier, was du vielleicht brauchst als Manager. Da brauchst du ja, musst mir nochmal deinen Manager, deine Zahl. Obwohl, kannst du jetzt ja aussuchen, ne? Ja, dann darf ich kurz gucken, was ich noch brauche, maybe? Na, eigentlich nicht, aber okay. Argentinier, Brasilianer. Ach, was haben wir denn? Argentinier, okay, für den Hinne, Brasilianer. Okay, ja. Hast du gesehen? Ja, perfekt. 3.
Ach Gott, die 2 wäre wenigstens Premier League gewesen, aber hätte mir auch nichts gebracht. Hätte ja auch nichts mehr gebracht, Simon. Du bist okay, da durch. Okay, Alter, was ein Bruch. Kein Extrapunkt auch? Fundi wäre ein Extrapunkt gewesen. Könnte ein Blindschaft sein, eine 111, oder? Ich glaube, es ist nicht so gut, eine 111 in dem Ding, oder? Gehe ich rein in meinen Draft? 111 ist ehrlich nicht gut eigentlich, glaube ich, oder? Was nehme ich hier mit? Oh, ekelhaft, geh mit der hier, komm. Gehst du der rein? Ja, ich gehe mit der rein. Maske auf, so, zeig deinen Kapitano. So, Kapitäne können richtig ekelhaft werden. Das hier ist ein Erling Haaland. Und ganz ehrlich, eigentlich, oh, ich darf ja nicht. Jetzt hat jeder schon einmal, jetzt genau. Ist schon rum. Aber den nehme ich auch, glaube ich, mit, weil da weiß ich wenigstens, dass es ein Stürmer ist. Und er steht vorne drin. Und es ist schon mal gut. Ich nehme die 3 mit, ja. Ja, das war wichtig. Gute Auswahl. Das war wichtig. Okay, so, ich darf nicht drücken, dann muss ich drauf aufpassen. Aber jetzt wird disqualifiziert, ne? Okay. Einmal, wenn du jetzt rutschen gehst, Zollstock. Okay, so, dann gucken wir hier. Wir haben einen Brasilianer, also wir haben einen Quaradonna. Wir haben einen, was haben wir da, auf Ölöf? Ne? Was nimmt man da mit? Dann nehmen wir die 5 mit. Ja gut, es ist ein Son, ich nehme die 3 mit. Ich nehme die 3 mit. Shit, Alter, Ding wäre halt auch krass gewesen, ne? Bruno Fernandes wäre richtig gut aber gewesen. Aber immerhin Premier League, das war mir sicher. Gehe ich hier rüber. Ich muss gucken, dass ich schön die Premier League treffe. So, was haben wir da? Das könnte ein Ankara Messi sein. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich muss auf die Premier League gehen, deswegen gehe ich die 5 mit England. James. Und das ist schon mal wichtig. Wäre Figo gewesen. So, dann gehen wir hier hin. Ich muss gucken, dass ich wirklich die Premier League durchgebaut bekomme, aber das wird natürlich jetzt sehr schwer. So, da muss ich überlegen. Es könnte es eines bestimmten Sadio Mané, aber den will ich nicht, den alten Schläger. Ich könnte einen Brasilianer oder einen Franzose mitnehmen. Ich nehme den Brasilianer mit auf der 4. Oh, wichtiges Ding. Der Bob, ich habe Premier League, hätte ich auch machen sollen. Wichtiges Ding. Gehen wir hier rüber. Gucken wir mal da rein. Boah. Der Belgier. Wer ist denn der Belgier RM? Ist das einer aus, also spanische RM aus der Premier League? Wüsste ich nicht. Portugiese gibt es da aber eigentlich auch ein paar. Belgier bringt mich, glaube ich, da auch nicht weiter. Ich nehme mal den 5er. Ah, okay, hat mir keiner was gebracht. Mm-mm. Hat mir keiner was gebracht. Geh mal hier hin. Was haben wir da? Deutsche, Türke. Das können halt alles Premier League sein, ne? Es könnte halt auch ein das war ein ZDM-Fandick, der bringt mir auch nichts. Der Brasilianer, ein Franzose. Ich nehme den Brasilianer auf der 5. Oh, Fred, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und dann geht's hier weiter. Wir müssen eigentlich nur gucken, dass wir auf die Premier League kommen. Ist zwar blöde, aber ich muss es jetzt machen und ich nehme hier auch den Brasilianer auf der 1. Casemiro, Jungs. Ganz, ganz wichtiges Ding. Und wir gehen weiter. Ich nehme den Engländer mit. Engländer? Ja. Ich mach Achtung auf Tamari. Oh, Baresi, Maldini da noch am Start. Da bin ich rutschen gegangen. Was? Oh, ich bin ich hier du's? Drauf. Ja, ja. Ich bin hier in drauf. Der Mitte. So, was nimmt man jetzt hier mit? Innenverteidiger, das ist dieser komische Totz, den brauche ich nicht. Dann haben wir, nehme ich eine Deutsche mit, das könnte halt auch irgendeine Eik. Ich nehme eine Franzose mit auf der 3. Ganz, ganz wichtiges Ding. Aber man muss halt auch sagen, ich habe auch Glück, dass sie auch gerade bei der Premier League dann sind. Weil es könnte ja wirklich alles sein. Ich muss den Engländer mitnehmen. England? Ich muss den Engländer mitnehmen. Smalling. Aber passt immer in die Tumori. Aber auch ekelhafte Auswahl auch. Und dann gehen wir in die letzte Position hier. Gut, muss ich die 1 ist ganz klar Navas. Muss ich mitnehmen. Na was denn? Kobel hätte ich nicht gebraucht. Und dann geht's hier hinten. Wir fangen da hinten an. So, dann geht's hier rein. Wen haben wir da am Start? Spanier. Ich glaube, ich nehme einfach die 2 mit. Brasilianer. Testen wir den hier an. Coutinho. Coutinho? Bringt mir nichts. Oh, Schluppinato hätte mir auch. Ich brauche noch ein RM eigentlich. Was haben wir da am Start? Das könnte halt. So heiß hier drin, das ne? Das könnte ein Mares sein. Ich nehme mal die 3 mit. 3? Ja. Wow. Geht's hier weiter? Engländer, Argentinier, Van Dijk könnte noch Innenverteidiger sein. Ich nehme mal der Holländer mit. 3? Ja. Oh. Hartwo. War aber auch gar nichts. Hätte mir keiner weitergebracht. Ekelhafte Auswahl, ja. Hartwo. Da geht's hier weiter. Ich könnte halt wieder gucken, ne? Ich versuch's wieder. Ich nehme die 3. 3? Ja. Oh, Rüllet, aber er bringt mir nix. Alter, Garincha Stürmer 98. Er bringt mir nix. Ich nehme ihn mit. Okay. Ich bräuchte noch einen RM. Wer könnte da RM sein? Argentinier, aber ich gehe mit dem Engländer auf der 1. Ich versuche den Engländer. Er passt am besten rein. Ja, rutschig. Macht aber auch schlechte Auswahl. Bringt gar nichts. So, was haben wir hier am Start? Japaner. Ja, der bringt mir nix. Franzose. Dieses bestimmte Pulisic könnte es noch sein, aber das ist ja auch kein RM. Spanier, ich nehme den Franzose auf der 5 mit. Wow, wichtiges Donovan. Ding. Wichtiges Ding. Dann geht's hier weiter. Ich bräuchte einen RM. Brasilianer. Ein Deutsche. Ich nehme die 4 mit, komm. Boah, wieder Nene. Aber ey, dass sie zweimal Nene hier reinfahren, mir trotz Moments. Gar nichts gebracht. Den RM werde ich wahrscheinlich nicht mal bekommen. So, das könnte am Anfang könnte ein Schmeichel sein.
Wir haben noch einen Deutschen, wir haben einen Engländer. Engländer muss ich testen auf der 2. Papa Jones? Ich auch nicht weiter. Schwede, es ist ein Henrik Larsson vorne drin, Franzose. Stimmt, die 4, ich gehe weiter mit England. Es ist ein LM, warum ein LM? Alter, RM hätte aber auch nichts gebracht. Junge, 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 Junge. Stimmt, die 2. Es könnten. Oh, Klausi. Netzklausi. Netzklausi, ja. Und dann geht's da weiter. Oh, das ist dieser Estupinha. Estupinha, nimm ich mit, die 1. Oh. Paco. Alles klar, okay. Last position. Gehen wir drauf. Elke, scheiße, hatte ich jetzt eigentlich einen teuer Torwart, hatte ich aber, glaube ich. Ich nehme die 4 mit. Die 4, dann gehe ich schon rüber. Ja. 3, 2, 1, let's go. Okay, nehme ich den läuft mit. Läuft alles, Maske ist weg, Timer passt. Ist auch da. Haben wir den da, können alles. Wir gleich mal den hier noch rübersetzen, da gibt es nochmal einen extra Punkt. Dann könnten wir eigentlich den hier versuchen, dann gibt es hier einen Punkt. Können wir den mit reinnehmen, dann können wir den da mit reinnehmen. Und dann sind wir eigentlich gut aufgestellt. Da sind wir eigentlich gut aufgestellt und haben das Ding hier. So, mehr kann man gar nicht mehr machen. Mehr kann man gar nicht mehr machen. 4, 3, 2. Und dann haben wir das Ding. 1. Dann haben wir das Ding hier durch. Was hast du da zusammengebaut, Timo? Manager? Ja, ich bin noch ein bisschen Risiko gegangen. Ich werde durch die englische Nationalmannschaft noch mitgenommen. Ey, das ist, guck mal, Brasilianer habe ich da drin. Ich England, hab einen Koreaner. England, da wurde doch lange gekämpft. Ja, aber das ist nicht aus der Premier League. Was soll ich machen? Halt clever. Ich nehme die 2 mit. 2? Ja. Wie viele Schläge gibt denn das? So ein Bruch, ne? Oh, ich glaube, der hat sogar noch gebrochen. Jungs, wichtig und richtig. Wir gucken drauf. Er hatte eine 111 und ich habe eine 120. Es gibt 9 Schläge. Plus 1. Oh, okay. Es gibt sogar 10 Schläge. Dankeschön, Timo. Das ist sehr aber fair. Gut, ich habe auch gelernt. Richtig und richtig. Ich habe gelernt, Jungs. Ich habe gelernt. Ja, man muss halt clever. Also ganz ehrlich. Das ist halt einfach clever, Chat. Clever. Ich brauche das nächste Mal auch. Englisch Staatsanwaltschaft noch ein bisschen. Ja, gut, ich kann halt die Spieler. Weißt du, aus welcher Liga sie kommen? Gehen wir direkt mal. Das ist der erste. Der zweite. Das tut so weh, ne? Der dritte. Das tut so weh, Alter. Guck mal hier. Vierte. Oh. Was ist? Alter, ich sag euch wirklich, Jungs, lasst wirklich hier 15.000 Daumen hoch. Es gibt ein Rematch. Ja, macht das Rematch. Bringt's bitte ins Spiel. Hier. Es gibt die 5. Klatschen. Du darfst aber auch die Hand wechseln. Es gibt die 6. Ich glaube, vorne der Fingernagel ist auseinander getroffen, Alter. Wir gehen mal, da wissen wir nicht so. Es gibt die 7. Ja, wohin soll ich schlagen? Wohin soll ich? Vorne Fingerkuppe ist nicht okay, Mitte ist nicht okay. Ich schlafe aus. Ich zieh ja schnell mal durch. Ich kann 8. 9. Guck mal, wie ich schlag. Das ist zu viel, sag ich. Die Bestrafung, also das. Also komm, der 10. täusche ich so an. Der 10. gibt einen Trick. Hör auf, zieh durch. Digga, das ist wirklich. Das ist einfach. Das ist krass, ne? Jetzt. 9. Wichtig und richtig, Freunde. Es ist einfach diese Cleverness, die ich hier rausgeholt habe. Es ist einfach diese Cleverness. Ja? So zu spielen ist krass. Ja, gut, ich meine, man kann ja auch natürlich keine Chemie machen. Ja, es ist einfach, Jungs, ne? Haut's da rein, der Mann ist sauer. Ciao, ciao. Ja!